Fragst du dich auch, ob es ab einem gewissen Alter, vielleicht ab den Wechseljahren, einer Veränderung deiner Ernährungsgewohnheiten bedarf? Gibt es die spezielle Ernährungsform in den Wechseljahren? Wenn das deine Fragen sind, dann bleib auf alle Fälle dran, denn ich habe heute eine ganz tolle Interviewpartnerin, worüber ich mich sehr freue, mit der ich genau diese Themen besprechen möchte. Und ich freue mich schon sehr auf ihre Antworten. Schön, dass du da bist, dass du zuschaust und schön, dass du da bist, liebe Susanne. Das ist Susanne Lindenthal von Essen belebt. Und Susanne hat sich ja auf verschiedenste Dinge rund um Ernährung spezialisiert. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und TCM-Expertin, kann aber gerne gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, was noch wichtig ist. Also was ich ganz spannend finde, ist deine Formulierung auf deiner Webseite. Du bist Ernährungswissenschaftlerin mit Liebe zum Darm und zur TCM. Und ich finde, das ist schon mal eine ganz, ganz spannende Kombination. Was mir außerdem wirklich sehr gut gefällt, das ist der Name deines Unternehmens, Essen belebt. Ich finde, das macht sehr, sehr viel Lust auf mehr. Mich erinnert so an den Unterschied zwischen Nahrungsmittel und Lebensmittel und ob das vielleicht sogar dahinter steht und noch vieles mehr erfahren wir jetzt von Susanne. Susanne, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, Bettina. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und einfach, dass wir heute da über diese spannenden Themen plaudern. Möchtest du meine Vorstellung, was dich angeht, vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen? Sehr gerne. Also Ernährungswissenschaftlerin hast du schon erwähnt. Ich habe außerdem eine Ausbildung eben zur traditionellen chinesischen Medizin und zwar zur Diätetik nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und habe dann auch zahlreiche Weiterbildungen gemacht, um diese beiden doch sehr konträren Welten miteinander, ich sage immer, zu verheiraten. Einfach um eine integrative Ernährungsberatung auch anbieten zu können, um einfach für die Klientinnen und Klienten eine bessere, mehr herausholen zu können. Weil die Ernährungswissenschaft hat halt einen sehr quantitativen Ansatz, sage ich immer. Da geht es um Nährstoffe, um Körperzusammensetzung und so weiter. Und die TCM hat einen qualitativen Ansatz. Ja, da geht es um Wärme, Kälte im Körper und um diese Dinge und um Wirkung der Nahrungsmittel im Körper. Und diese beiden unterschiedlichen Zugänge finde ich einfach sehr spannend, wenn man sie zusammenführt. Ja, Essen belebt, hast du angesprochen. Ja, für mich ist Essen Genuss. Ganz wichtig, ich sage immer, der Genuss, der ist vordergründig. Wenn Essen keinen Spaß mehr macht, dann ist es sinnlos, ja. Das muss Spaß machen, das muss Genuss sein und das wollte ich auch mit meinem Firmennamen ausdrücken. Es sind Lebensmittel, ja, und nicht nur Nahrungsmittel. Völlig richtig, ja. Prima. Das kommt auf alle Fälle schon sehr, sehr motivierend rüber, denn ich glaube auch, dass für viele, wenn sie sich mit ihrer Ernährung beschäftigen, ja so dieser Gedanke oder dieses Gefühl im Kopf rumschwirrt, im Bauch rumschwirrt, ich muss auf was verzichten. Ne? Also wenn ich jetzt gesund essen soll, dann muss ich auf was verzichten. Und dass ein gesundes Essen halt auch Genuss sein kann, dass unser gesundes Essen uns beleben kann. Ich glaube, da verstehst du, ne? Also so wie ich dich auch erlebt habe, jetzt auch so in unserem Gespräch vorher. Ja, das ist mal ganz wichtig. Es muss einfach Spaß machen, es muss wirklich Freude sein, das, was da am Teller liegt. Und gesund schließt das nicht aus, absolut nicht. Okay. Wollen wir dann mal so auf bestimmte Lebensphasen eingehen? Ja, also wir haben ja viele Zuseherinnen auch, die irgendwo ab der Lebensmitte sind, wo sich vieles verändert, die sich viele Fragen stellen. Gibt es die perfekte Ernährung in den Wechseljahren, Susanne? Also da muss ich mit einem klaren Jein antworten. Ernährung ist etwas sehr Individuelles. Und auch Ernährung in den Wechseljahren ist etwas sehr Individuelles. Ja? Es gibt natürlich gewisse Rahmen, sage ich jetzt einmal, und die finden wir schon in der Ernährungswissenschaft. Wir brauchen einfach gewisse Nährstoffe im Körper. Da gibt es auch sowas, was ich immer wieder sage und dazu immer wieder erwähne, du bist, was du isst.
Wir bestehen aus, unser Körper besteht aus Eiweiß, aus Fetten, zerlegt und wieder aufgebaut, aus verschiedensten Enzymen natürlich, die aus verschiedensten Mikronährstoffen kommen. Das klingt jetzt alles sehr wissenschaftlich, ja. Wir essen, wir zerlegen es in die kleinsten Bausteine und wir bauen daraus wieder körpereigenes. Und um dieses körpereigene aufzubauen, brauchen wir einfach gewisse unterschiedliche Nährstoffe, die uns die Ernährung liefert. Also du bist, was du isst. Liefern wir unserem Körper nur ja, minderwertige Qualität oder liefern wir unserem Körper nur nur wenige Nährstoffe oder nur die Bausteine, die er halt braucht, eben nicht ausreichend, dann wird nichts Gescheites draus entstehen. Ja? Und genauso ist es halt. Und deshalb, die perfekte Ernährung gibt es in Wahrheit schon für jeden, nur ist sie für jeden mit Nuancen ein bisschen anders. Und da liegt natürlich auch sehr viel Erfahrung dahinter. Jede Frau, jeder Mann hat mit der Zeit einfach ein gewisses Gespür entwickelt, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Die einen mehr, die anderen weniger. Heute ist es oft so, dass wir gelernt haben, auf dieses Gespür, also verlernt haben, auf dieses Gespür zu hören oder das nicht mehr ganz so intensiv spüren oder diese Gefühle falsch interpretieren und dann dem Körper was anderes geben, als wir glauben, dass er braucht. Hast du dafür ein Beispiel, Ja, Susanne? klar. Ein ganz typisches Beispiel sind diese Heißhungerattacken. Der Körper verlangt nach Süßem und wir interpretieren das mit Schokolade meistens oder Keksen oder jetzt vor Weihnachten ja sind es oft die Kekse. Dann essen wir Schokolade, dann sagt der Körper, naja, das ist schön und gut, das war jetzt süß, aber das war nicht das, was ich wollte, also gib mir weiter Süßes. Das ist so eine Negativspirale, so ein Teufelskreis, wo wir einfach, der sich halt einfach in die falsche Richtung bewegt, wo wir halt immer wieder noch mehr Süßes und noch mehr Kekse und noch mehr Schokolade. Oder eben, wenn man den Heißhunger, den gibt es ja auch in die bekannte Richtung mit den Chips und den Soletti und diesen Dingen. Und dann gibt es noch diese Mischform, wo man dann sagt, okay, jetzt brauche ich Chips, ne, jetzt brauche ich was Süßes drauf und dann wechseln wir da schön ab. In Wahrheit will der Körper ganz was anderes. Ja, wir haben Rezeptoren im Körper, die einfach, oder ich sage jetzt einmal Fühler im Körper, die einfach diese Nahrung, die wir essen, zerlegen und die Nährstoffzusammensetzung prüfen und das ans Gehirn melden. Und das Gehirn schreit dann, okay, das passt, was da kommt. Oder das Gehirn schreit, na, das passt nicht, ich melde noch weiterhin Hunger. Und solche Heißhungerattacken, gerade auf Schokolade, die kann man mit der richtigen Nährstoffzusammensetzung, also mit dem richtigen Verhältnis Kohlenhydrat-Eiweiß, beheben, zum einen. Und zum anderen ist es oft einfach nur, der Körper verlangt einfach nach der Glucose, die wir in Getreide finden, also diese komplexen Kohlenhydrate, die wir in Getreide, in Nudeln, in Reis, in Kartoffeln finden oder auch in Gemüse, zum Beispiel Wurzelgemüse, Karotten. Wenn man Karotten kocht, schmecken sie süß, weil hier dieses Speicherkohlenhydrat einfach schon beim Kochen ein bisschen zerlegt wird und die einzelnen Glukosemoleküle frei werden. Und das schmeckt süß. Und das ist das, was der Körper verlangt. Das heißt, statt der Schokolade Karotte knabbern wäre besser, wäre gesünder und würde den Körper befriedigen und er würde nicht mehr nach Süßem verlangen. Das ist halt halb so lustig, weil die Schokolade einfach lustiger ist, ja. Sie ist vor allem auch schneller in den Mund geschoben, ne? Bei einer Karotte, dann denken sich natürlich viele, also wir tricksen uns da ja auch ganz gerne selber aus, ne? Ah, die muss ich doch jetzt erst noch, die muss ich putzen, die muss ich waschen. Ne? Ich meine, Tafel Schokolade muss ich auch öffnen, aber das ist dann nicht, Das ist das noch ist so was anderes. ganz was anderes, ja. Aber das sind so Mechanismen im Körper und wenn man über die Bescheid weiß, dann fällt es wesentlich leichter, damit umzugehen. Und wenn man das einmal gespürt hat, was das im Körper mit einem selber macht, wird man sensibler
Auch im Gefühl, was tut mir gut und was nicht. Spannend, Und dann spannend. spricht auch nichts dagegen, mal ein Stück Schokolade zu essen und das zu genießen in vollen Zügen, statt die 300 Gramm Tafel auf einmal hinunterzustopfen. Ja? Und das ist, also ich sage immer, es gibt auch keine ungesunden Lebensmittel oder gesund oder ungesund. Das halte ich für den falschen Ansatz. Ja? Ich zitiere da gern den Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Oh ja. Und das Stück Schokolade schadet nicht, ja. Ja, ja. Aber die 300 Gramm Tafel auf einmal, Ja. die ist vielleicht nicht so günstig, ja. Ja. Also was bei mir jetzt schon ankommt, ist, dass du wirklich aus meiner Sicht wirklich einen sehr, sehr ganzheitlichen Blick darauf hast. Also du rennst bei mir offene Türen ein, wenn du über Gefühl, über Intuition sprichst, weil ich das auch wahrnehme, dass sich viele Menschen davon entfernt haben und eher automatisch etwas tun, anstatt in einem Bewusstsein. Und ich finde es auch genauso aber ermutigend zu hören, die Dosis im Grunde macht das Gift, genau. Also ich darf mir auch zwischendurch etwas anderes zufügen. Und ich denke mal, wenn ich es bewusst mache und wenn ich es in Freude tue, weil ich jetzt einfach genieße, dass die Schokolade auf meiner Zunge zerschmilzt oder wie auch immer, dann tue ich mir ja auch auf einer bestimmten Ebene was Gutes oder auch, was weiß ich, die tollen, tollen Weihnachtsplätzchen oder wie auch immer. Ne? Also wenn ich sie genieße, gerade die handgemachten oder sowas, da ist ja auch wirklich so eine Freude dabei oder kann auch eine Wertschätzung dabei sein, dem gegenüber, der die auch wirklich gebacken hat. Ne? Denn das ist ja auch Und wirklich ein Aufwand. das ist ganz wichtig, dass ich das schlechte Gewissen da aus dem Thema Essen und Ernährung Ja. verbanne. Ja. Weil wenn ich jetzt ein Stück Schokolade bewusst genieße, dann hat das eine ganz andere Wirkung im Körper und da sind wir halt dann nicht mehr unbedingt in der Ernährungswissenschaft, sondern da sind wir jetzt in der qualitativen Bewertung einer Ernährung, ja? Dass ich das bewusst genieße ohne schlechtem Gewissen und dann habe ich viel mehr davon, als wenn ich mit schlechtem Gewissen mir jetzt und dafür kastei ich mich wieder. Ja. Verzicht ist ganz schlecht, weil Ja. das erzeugt nur wieder eine Sucht nach mehr oder eine Gier auf irgendwas. Und Ja. Also das ist, denke ich mal, auch nochmal ein ganz, ganz weites Feld. Vielleicht können wir dazu was machen, weil mir fällt da tatsächlich auch gerade das emotionale Essen ein, was schon mal sehr, sehr wichtig ist. Aber um zurückzukommen nochmal zu den Wechseljahren, also ich nehme wahr, ja, es gibt eine spezielle, allerdings individuelle Ernährung in den Wechseljahren. Und damit wir einfach wirklich auch mal diese Motivation jetzt nochmal bekommen, möchte ich dich auch nochmal bitten, vielleicht nochmal darauf jetzt genau einzugehen, warum sollten wir uns denn jetzt gerade ab der Lebensmitte oder vielleicht schon davor oder wie auch immer Gedanken über unsere Ernährung machen? Ja, also wann ist eigentlich der optimale Zeitpunkt? Ja, wahrscheinlich schon immer, aber gibt es ja. einen zu früh, gibt es einen zu spät? Wie ist da deine Erfahrung, deine Einschätzung Also als ein zu Experte? spät gibt es nie. Ja? Man kann Okay. immer anfangen. Das ist ganz wichtig. Man kann bei jeder Mahlzeit neu anfangen. Ja? Wir haben dreimal täglich, wenn man dreimal von drei Mahlzeiten pro Tag ausgeht, haben wir dreimal täglich die Chance, neu anzufangen. Ein zu früh gibt es in Wahrheit auch nicht. Ja? Weil je früher man sich mit der Ernährung befasst, je früher man sich bewusst ernährt und schaut, dass man auf alle Nährstoffe kommt und seinem Körper und sich selbst was Gutes tut, umso besser sind die Bausteine, die der Körper zur Verfügung hat, umso besser kann er den Körper daraus aufbauen. Die Lebensmitte, das ist halt so ein Zeitpunkt, wo viele bewusst sich damit beschäftigen. Es ist nicht zu spät. Sinnvoll ist es spätestens ab dem 40. Lebensjahr zu beginnen, sich damit genauer zu befassen, und zwar deshalb, das hat einfach eine physiologische Begründung. Wir bauen unseren Körper auf, ja, und zwischen 30 und 40 bauen wir ab. Das klingt jetzt ein bisschen brutal. Ich kann es ganz gut am Beispiel der Knochen erklären. Ne? Das ist auch so ein Thema. Also ein Lehrer von mir hat immer gesagt, Osteoporose ist eine Kinderkrankheit, die sich im Alter manifestiert. Und zwar deshalb, wir bauen Knochenmasse auf und wir haben Knochenzellen, die einfach den Knochen aufbauen ständig. Ja? Und wir haben auch Zellen, die den Knochen abbauen.
Und diese Auf- und Abbauprozesse finden dauerhaft statt. Nur das Delta, dass wir mehr aufbauen als abbauen, das ist bis zum 30., 35. Lebensjahr. Und ab dann bauen wir eher ab. Und wir verlieren Knochenmasse mit zunehmendem Alter, ab eben 30, 35. Ja. Haben wir jetzt verabsäumt, in den jungen Jahren wirklich hier mit den Nährstoffen die Basis zu bauen, dass wir ordentliche Knochen haben, wenn wir das verabsäumt haben, dann ist das Risiko, mit 60, 70 an Osteoporose zu erkranken und einen zu großen Knochenschwund zu haben, also diese Knochendichte, die da abnimmt, ja, ganz, ganz groß, ja. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich eben in jungen Jahren schon damit zu befassen. Osteoporose ist deshalb so ein Thema, weil wir Frauen in den Wechseljahren durch die hormonelle Belastung oder durch den Wegfall, besser gesagt, der Östrogene, also das Estradiol ist da das Hormon, was eigentlich so das Wichtigste ist. Und wenn das weniger wird, nimmt auch die Knochendichte ab. Das heißt, das hat wirklich einen Einfluss auf die Knochendichte. Und deshalb ist das einfach auch für uns Frauen so wichtig. Und deshalb ist die Lebensmitte auch so ein wichtiger Zeitpunkt, dass man spätestens dann schaut, dass man nicht von den Nährstoffen her dann noch zu wenig hat, dass man da, also um jetzt nur ein Beispiel eben mit der Osteoporose zu nennen, dass zum Beispiel die Kalziumversorgung gewährleistet ist. Und die ist oft eben nicht gewährleistet. Und gerade vielleicht auch, wenn Frau sich dann denkt, ich muss jetzt weniger Kalorien zu mir nehmen, ist die Frage, wo spare ich die ein und inwiefern entziehe ich meinem Körper aber dadurch auch lebenswichtige Stoffe? Ja, dann kommt dazu, dass wir uns mit zunehmendem Alter unsere Körperzusammensetzung sich verändert. Also wir bestehen eben aus Mineralstoffen, aus Eiweiß, aus Wasser, sehr viel Wasser. Der Wassergehalt sinkt mit dem Alter, der Fettgehalt steigt mit zunehmendem Alter. Das hat auch wieder einen physiologischen Grund, weil wenn die Hormonproduktion aus den Eierstöcken und aus den Sexualhormon, also Organen wegfällt, dann übernimmt zum Teil, zum ganz kleinen Teil das Fettgewebe eben diese Hormonproduktion. Deshalb ist es für uns Frauen essentiell, weil sonst würde man noch ärgeren Schwankungen unterliegen, dass ein bisschen was da aus dem Fettgewebe produziert wird. Und das ist natürlich dann das unangenehme Bauchfett, was wir alle nicht wollen. Also das ist dann das, wo wir den Bauch nicht mehr wegkriegen mit zunehmendem Alter und gerade in den Wechseljahren. Und eben durch diesen Anstieg und durch das Fettgehalts und der Rückgang der Muskelmasse es ist einfach diese Körperzusammensetzung verändert sich. Das heißt, wir haben eigentlich von den Kalorien her, also vom Energiewert, bräuchten wir mit zunehmendem Alter weniger, aber der Nährstoffbedarf bleibt gleich. Und der Eiweißbedarf, der erhöht sich sogar um ein kleines Stück. Ja. Das heißt, also wir brauchen mehr Nährstoffe, aber weniger Kalorien. Essen wir gleich weiter wie bisher, nehmen wir unweigerlich zu. Da können wir gar nichts anderes tun. Ja. Und das ist diese Krux, warum halt eines der Symptome, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen Symptome, in den Wechseljahren ist oder mit in der Lebensmitte ist, dass wir einfach jedes Jahr 1, 2 Kilo mehr haben und nicht wissen, wo das herkommt. Ja? Ja, also da ist im Grunde wirklich die Lebensmitte oder auch die Wechseljahre etwas wie eine Weichenstellung. Genau. Also spätestens da sollte dieses Bewusstsein dafür da sein, ich darf mich jetzt aktiv darum kümmern, wie kann ich etwas vielleicht ersetzen, wie kann ich etwas anders arrangieren, um meinem Körper immer wieder das zu geben, was er braucht und gleichzeitig aber auch des reduzierten Fettstoffwechsels gerecht zu werden. Ne? Ja, es ist nicht einmal der Fettstoffwechsel, sondern es ist einfach wir brauchen weniger Energie. Also wenn wir zuerst vielleicht 2000 Kilokalorien am Tag gebraucht haben, ja, weil wir einfach eher mit Bewegung und mit allem, was wir so tun, das ist jetzt nur mal eine Hausnummer, weil es einfach leichter zum Rechnen ist, und diese Kalorien sinken jetzt auf 1800 zum Beispiel, und wir führen weiterhin 2000 zu, dann haben wir ein Delta von 200 Kalorien. Und das sind die 2 Kilo mehr im Jahr dann so in die Richtung. Ja, also, oder 3 Kilo mehr im Jahr. Und bei manchen Frauen explodiert es überhaupt. Die nehmen dann im Jahr 3 bis 5 Kilo im Jahr zu. Und das ist natürlich, ja,
Das mag keiner so gern. Nee. Also ich weiß es ja tatsächlich von Sabine auch, die über eine Ernährungsumstellung ihre Wechseljahre werden sehr stark reduzieren konnte oder die auch wirklich ausmerzen konnte. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie sieht denn sowas bei dir aus? Du machst ja auch da Ernährungsberatung. Ich habe auch gesehen auf deinem Blog, du hast ganz, ganz tolle Rezepte. Das fand ich jetzt auch ganz spannend. Aber du machst ja eine Ernährungsberatung. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn jetzt Frauen zum Beispiel in den Wechseljahren zu dir kommen, kommen die auch mit solchen Beschwerden, dass sie sagen wie Hitzewallungen oder Stimmungsschwankungen. Magst du da vielleicht noch mal so ein paar Beispiele uns geben? Ja, also Schlafstörungen, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, das sind alles so Themen, die so typisch sind eben für die Wechseljahre. Also die halt auch oft mit den hormonellen Schwankungen zusammenhängen, aber eben auch mit diesem Leidensdruck eben vom Gewicht, ja, und das ist wieder auch physiologisch. Und ich schaue mir halt einmal an, wie ist die Nährstoffversorgung, ja. Also ich schaue mir es wirklich aus beiden Welten an. Also ich schaue mir die ernährungswissenschaftliche Sicht ist, wie ist die Nährstoffversorgung? Ja, was isst die Frau? Wie schaut es mit der Energieversorgung aus? Also wie viel Kalorien isst sie? Und sind die Nährstoffe alle abgedeckt? Und da ist oft ein Defizit, weil gerade wenn es ernährungsbewusste Frauen sind, dann essen die oft zu wenig. Da sind wir dann bei diesen drei Salatplatteln pro Tag und dann sind wir einfach echt, also unterversorgt, ja. Oft ist dann auch noch die Tendenz aus ethischen Gründen eben auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten, was ich durchaus verstehe, aber damit verschlimmert man dann auch noch die Probleme. Und dann muss man dann Alternativen finden, ja, wenn man kein Fleisch essen mag. Ich arbeite sehr viel mit Kraftsuppen und da gibt es Suppen, die sind zwar gekocht und man trinkt sie warm, ja, haben aber eine kühlende Wirkung im Körper. Und da kommt die TCM ins Spiel, wo ich schaue, dass ich mit Hilfe der TCM eben gerade diese Hitzewallungen, die kann man ganz gut mit Kraftsuppen in den Griff bekommen. Das habe ich, darf ich kurz einhaken, weil das habe ich nämlich auch heute gesehen und da interessiert mich, gibt es denn solche, ich kenne die Kraftsuppen wirklich früher, also aus tierischen Produkten. Und da Sabine und ich die möglichst auch vermeiden wollen, gibt es auch Kraftsuppen aus Wurzeln oder irgendwie? Wie kann ich mir das vorstellen? Nein, wir kochen einfach mit Gemüse, wir kochen Gemüsebrühen und gerade wenn ich Hitze rausbringen will, dann verzichte ich lieber auf Fleisch. Weil man hat, also du hast die Rezepte auf meinem Blog angesprochen, es gibt dann ein Rezept von einer Kollegin, das habe ich auch am Blog, das ist der Südtiroler Gersteneintopf. Und das ist zum Beispiel eine kühlende Suppe, so die Cool-Down-Mahlzeit, die man essen kann. Das ist ein super Abendessen, das belastet nicht, versorgt mit Nährstoffen und kühlt aber gleichzeitig den Organismus runter. Ja. Südtiroler Gerstensuppe. Gersteneintopf. Das schreibe ich mir gleich auf, den gibt es gleich. Danke. Gerade wenn man mit Hitzewallungen, da sind wir eher so in der Gemüseabteilung. Gemüse hat an sich die Eigenschaft, dass es Säfte bildet, weil es ist ja sehr wasserhältig und eher kühlend wirkt. Ja, es gibt natürlich auch Gemüsesorten, die leicht wärmend sind. Kürbis zum Beispiel, dann haben wir die neutralen Gemüsesorten, die meisten Wurzelgemüse sind von der thermischen Wirkung im Körper eher neutral. Und dann haben wir die kühlenden Gemüsesorten. Das ist ganz ein praktisches Beispiel. Denk an Salat Caprese, ja? Mozzarella Tomate. Wann isst man das? Im Klassischerweise Sommer, im im Sommer. Sommer, wenn es heiß ist. Das kühlt uns ab. Kaum jemand mag das gerne im Winter, weil es zu kalt ist. Diese bitteren Blattsalate, die sind meistens sehr kalt bis kühlend, ja. Und wir haben da in der Jahresmitte zwei so Grundtendenzen. Ja? Die einen, die Frauen, die eher so diese Frostbeulen sind, die nur erfroren sind. Und das sind dann oft auch die, die nur von den paar Salatplatteln leben. Ja? Die brauchen unbedingt Energie, die Wärme reinbringt. Und dann haben wir die andere Kategorie, die sich nicht noch mehr ausziehen könnte, weil alles nur heiß ist und weil es nur schwitzen und
Da braucht man was, was dieses Schwitzen lindert. Ja? Da ist der Weizen ein ganz gutes Lebensmittel dafür. Allerdings jetzt nicht in Mehlform und nicht das Auszugsmehl, sondern da macht man dann eben auch einen Weizentee zum Beispiel oder eben den Weizen in einer Suppe oder eben die Gerste, die auch irrsinnig runterkühlt, aber auf eine sanfte Art, ohne dass wir die Mitte verletzen. Weil wenn ich kühle, dann kann ich sehr gerne auch die Verdauungskraft beeinträchtigen. Das Verdauungsfeuer, ne? Wahrscheinlich, oder? Verdauungsfeuer, genau. Und so arbeite ich halt auch in der Ernährungsberatung. Das heißt, ich schaue mir die Klientin an, die vor mir sitzt, ja? Ich schaue mir auch ihre Lebenssituation an, weil es nützt nichts, wenn ich ihr irgendwas empfehle, was sie im Alltag nicht umsetzen kann. Und dann baue ich daraus ein individuelles Ernährungskonzept für sie, ja? Mit individuellen Rezepten, Kraftsuppen, was immer halt gerade ansteht. Oft haben die Frauen ja auch noch Verdauungsprobleme oder die eine oder andere hat vielleicht Nahrungsunverträglichkeiten noch dabei, die sich auch häufen. Und ja, also da schaue ich halt wirklich an, wo steht die Klientin oder auch der Klient. Also. Also wirklich eine sehr individuelle, fundierte Beratung, die einfach auf die jeweilige Lebenssituation Rücksicht nimmt, die die Gefühle mit berücksichtigt. Wenn jetzt eine Frau so ein Ernährungskonzept hat, oder vielleicht kommen ja auch Männer zu dir, ne? Ich Jetzt denke, kommen was auch ist, Männer, ne? aber Also auch wenn da jemand zuschaut. Ja, natürlich auch die Männer, genau. Also wenn ein Klient, eine Klientin bei dir eine Ernährungsberatung genossen hat, wie kann ich es mir dann vorstellen? Gilt die dann für immer oder gibt es dann irgendwo wieder Anpassungen? Also der Körper verändert sich laufend und das, was ich meinen Klientinnen und Klienten mitgebe, ist, dass sie, also quasi die Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Also ich berate am liebsten natürlich längerfristig, weil ich dann je nach Herausforderung, weil ich dann einfach mit ein Stück weit des Weges mit meinen Klientinnen und Klienten gemeinsam gehe. Und das mache ich auch sehr eng und in einer sehr engen und intensiven Betreuung. Allerdings sind die nach dieser Betreuung so weit, dass sie dann selbst auch klarkommen und wissen, okay, wenn ich das oder jenes Symptom habe, dann kann ich mir mit diesem oder jenem Lebensmittel aushelfen. Da habe ich mal eine Klientin gehabt zum Beispiel, das war allerdings eine sehr junge Frau, die hat irrsinnige Magenprobleme gehabt und hat gewusst, also wenn sie fortgeht mit ihren Mädels, mit ihren Freundinnen, dann und da halt einen mehr trinkt, als gut ist, dann hat sie am nächsten Tag bestimmt Magenprobleme. Und die hat von mir so einen Trink bekommen, einen, der halt da in so einem speziellen Fall halt hilft. Und wenn sie den getrunken hat, dann hat sie gewusst, okay, das ist so die Nothilfe, ja, aus Lebensmittel. Das war ein Avocado-Buttermilch-Shot, der einfach, das schmeckt auch gut, ja, also das kann man auch trinken. Wichtig. Der einfach den Magen kühlt, ja. Sie hat einfach unter Chinesisch sagt man Magenfeuer gelitten. Westlich wäre das vergleichbar mit gastritischen Beschwerden, also mit Sodbrennen, Magendrücken. Und natürlich verstärkt sowas Hitziges wie Alkohol genau solche Probleme. Und wenn ich dann, also da passiert jetzt nichts. Man kriegt deshalb nur, wenn man einmal über den Durst trinkt, keine Gastritis, ja. Aber man kann dann schnell sich selbst helfen. Und das gebe ich halt meinen Klientinnen und Klienten mit. Super. Ja, also du schulst im Grunde dadurch auch wiederum die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein, ne? Für sich selbst. Genau. Und das Spannende ist, ich erlebe es immer wieder, dass nach 2, 3, 4 Monaten, 5 Monaten Beratungszeit dann die Klientinnen und Klienten kommen und sagen: Bah, ja, aber das habe ich jetzt gespürt, dass man das nicht gut dann hat. Es ist dann so, dass man dann selber eine Entscheidung treffen kann. Ja, ich kann sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, ich weiß, dieses Essen wird mir nicht gut tun, ich will es jetzt aber, ich genieße es und dann ist gut. Oder ich sage, okay, ich weiß, es tut mir nicht gut, ich lasse es lieber, aber es ist meine eigene Entscheidung. Ja? Und das finde ich wichtig, weil damit
Ich esse auch manchmal Sachen, die mir nicht gut tun, ja, das weiß ich auch, aber ich habe jetzt einfach Lust drauf und dann esse ich's. Und dann weiß ich halt, okay, dann werde ich halt nachher ein bisschen leiden, aber es ist halt so. Ja. Aber das ist meine Entscheidung und das Genau. finde ich ganz wichtig, dass man selbst bewusst Entscheidungen trifft. Ja. Ja, und damit auch die Verantwortung für sein eigenes Handeln übernimmt, ne? Genau. Ne? Dann ist das ja auch sicherlich schon wieder viel, viel leichter, wenn man das bewusst macht, dann auch zu tragen, ne? Ja. Vielleicht dann auch tatsächlich mit einer gewissen Prise Humor, dass man einfach über sich lacht und sagt, ja, hast du doch gewusst, also warum hast du es Genau. gemacht? Genau so ist es, ja. Jetzt beschwer dich nicht. Ja. Denk lieber an den Genuss, als es noch auf deiner Zunge war, in deinem Mund oder wie auch Ja, immer. aber dann kann man auch das ganz anders wertschätzen, wenn man dann Sachen, die man sonst vielleicht sich selbst vielleicht darauf verzichtet, weil man weiß, es tut einem nicht gut und man möchte es aber mal, dann genießt man es und sagt, okay, dann nehme ich das halt in Kauf, dass ich danach Durchfall habe. Ja, ist es halt so. Und dann ist es eh wieder gut und wieder vorbei. Und ich weiß dann vor allem auch, was ich machen kann, damit es wieder möglichst schnell vergeht. Ja. Und das ist, finde ich, einfach wichtig für sein eigenes Handeln und für sein eigenes Verhalten, ja. Ja, klingt wirklich super, klingt sehr, sehr fundiert und ja, tatsächlich auch sehr, sehr machbar, also sehr zugewandt. Also auch wenn du sagst oder wenn du aufgrund deiner Ausbildung diese wissenschaftliche Basis ja auch hast, die auch sicherlich sehr wichtig ist, ne, um das einfach auch zu verstehen, was läuft da, ist es ja wirklich auch immer wichtig, es lebenstauglich umzusetzen und immer auch im Verständnis im Grunde für unser großes Ganzes, ne? Und dass es nicht nur immer bei uns um die Ratio geht, sondern dass es, und da sollte es vielleicht noch viel, viel mehr drum gehen, es geht halt viel um Emotionen, es geht um unser Gefühl und ja, das Essen kann da ja ein wunderbarer Transporteur auch von solchen Lebensqualitäten sein, ne? Und Essen ist Emotion. Wir Ja. verbinden ja damit auch sehr viele Emotionen, ja, auch mit den Festen. Und das ist halt auch so eine Sache, ja, weil natürlich rufen jetzt im Dezember mich auch Leute an, naja, ich möchte dann im Jänner starten mit einer Ernährungsberatung. Und da muss ich halt dann immer drauf sagen, wozu warten? Naja, jetzt kommt ja Weihnachten und jetzt ist ja Advent und da ist ja das und da ist jenes und dann will ich Ja. Kekse essen. Ja, darf man trotzdem, wenn man den Entschluss gefasst hat, einmal die Ernährung wirklich auf, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, gesund umzustellen, ja, dann kann man da sofort damit beginnen, egal welche Feste kommen. Wenn ich immer abwarte, was kommt das? Also jetzt kommt dieses Fest, dann kommt eine Hochzeit, dann kommt eine Geburtstagsfeier, dann kommt jenes. Und dann lerne ich auch nie damit umzugehen, was mache ich in solchen Fällen. Ja. Und damit muss ich einfach auch umgehen lernen, weil sonst kann ich es im Ja, Alltag nicht umsetzen. da müsste ich mich von allem fernhalten, Ja. wo ich irgendwelche Verlockungen im Grunde vorgesetzt bekäme. Ne? Ja. Das finde ich nicht, das find ich einfach nicht praktikabel und nicht, ja, es ist einfach. Ja, und das ist so wichtig, genau, dass wir es umsetzen können. Hast du denn vielleicht noch für uns so ein, zwei, drei Tipps, was wir tun können als Frauen ab der Lebensmitte, vielleicht auch schon ein bisschen drüber, die einfach sagen, ich möchte Spaß haben weiterhin an der Ernährung, aber ich möchte meinem Körper auch was Gutes tun. Gibt es da so die, sage ich mal, die Top drei Empfehlungen, die du uns hier geben kannst? Ja, erstens einmal ausreichend essen. Also keinesfalls zu hungern. Hungern ist kontraproduktiv. Und ja, ich muss trotzdem fürs Gemüse in die Bresche springen. Das Gemüse liefert uns, und auch nicht nur fürs Gemüse, auch für die Kohlenhydrate, weil die werden ja in der letzten Zeit doch immer wieder so ausgebuht und die Kohlenhydrate seien so böse. Klar, Pommes sind böse, ja. Oder ich sage jetzt einmal, Pommes sind für die Ausnahme da, ja. Aber da ist es nicht die Kartoffel, die negativ ist, sondern das viele Fett, was da an der Kartoffel dranhängt, ja. Also ich muss wirklich fürs Gemüse also ich muss das Gemüse einfach in den Vordergrund stellen und zwar deshalb, weil das Gemüse liefert uns viel Wasser, wenig Kalorien, aber viele Nährstoffe. Und wenn ich meinen Teller so gestalte, dass ich einen Teller mal halbiere, ja, und die eine Hälfte mit Gemüse befülle,
und die zweite Hälfte noch einmal halbiere und auf die obere Hälfte, also auf ein Viertel des Tellers, Kohlenhydrate packe. Also sprich Nudeln, Reis, Kartoffeln, alles was uns dazu einfällt, oder Brot auch oder Gebäck. Und auf das zweite Viertel dann die Eiweißlieferanten packe. Also Fisch, Fleisch, Eier, Milchprodukte, Käse, alles was uns dazu einfällt, Hülsenfrüchte. Dann habe ich einen ausgewogenen Teller. Und so sollten alle drei Mahlzeiten ausschauen. Okay. So als Verständnisfrage, Susanna, also du sagst, also jede Mahlzeit sollte im Grunde alle dieser Komponenten beinhalten. Also ich kann nicht zum Beispiel sagen, ach, ich esse dann morgens Gemüse, mittags mache ich Eiweiß, abends mache ich noch irgendwie was anderes, sondern wir sollten immer wieder fortlaufend unseren Körper mit allen drei Komponenten versorgen. Und zwar deshalb, weil unsere Verdauung darauf ausgelegt ist, ja. Weil die Kohlenhydratverdauung beginnt schon im Mund, ja? Das heißt ausreichend kauen und einspeicheln, weil hier der Magen hat keine Zähne, der muss mit Chemie arbeiten, ja? Der muss alles mit Säure zerlegen. Das heißt, ich helfe meiner Verdauung wirklich, wenn ich gut kaue. Ja. Und wenn ich alle drei Bausteine, ich sage immer, ein Apfel allein ist keine Mahlzeit. Der Apfel zischt durch unseren Körper durch, weil die Verdauung ist so ausgelegt, dass wenn ich alle drei Komponenten habe, also Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß, dann geht die Verdauung in einer gewissen Geschwindigkeit, nämlich in einer gewissen langsamen Geschwindigkeit vonstatten. Dadurch vermeide ich Blutzuckerspitzen, dadurch vermeide ich auch Heißhungerattacken. Dadurch vermeide ich Gusto auf Süßes. Dann brauche ich die Schokolade gar nicht. Und dann kann ich das eine Stück genießen oder die eine Rippe genießen und brauche diese Unmengen an Schokolade nicht. Ja? Also ganz wichtig ist, alle Mahlzeiten sollten aus diesen drei Bausteinen bestehen, wobei wirklich Gemüse, das ist das, was uns Frauen in der Lebensmitte wirklich unterstützt, die Figur zu halten. Und es gibt so tolle Gemüse. Ja. Teilweise auch so unbekannte. Und möglichst bunt soll der Teller sein. Ja, dann habe ich auch von allen Nährstoffen was. Ja. Und das ist so ein ganz wichtiger Tipp. Ein zweiter Tipp wäre vielleicht, nichts in den Mund stecken, solange ich in etwas Viereckiges schaue. Sehr gut. Keine Zeitung, kein Handy, kein Computer, nicht neben der Arbeit essen, kein Fernseher. Die chinesische Medizin sagt, wir verdauen nicht nur das Essen, sondern wir verdauen auch Gedanken. Oh ja. Und wenn ich mir ständig, weiß ich nicht, Nachrichten, die ja nur negativ sind, weil Nachrichten sind, haben wir eben diese Eigenschaften, es berichtet kaum einer, 327 Flugzeuge sind heute gut angekommen. Genau, ja. Und wenn ich mal diese negativen Nachrichten beim Essen hineinziehe, dann leidet halt auch die Verdauung ein bisschen. Also so sieht es die chinesische Medizin. Die Schulmedizin und die Wissenschaft sagt jetzt dazu, okay, ja, ja. Mag sein. Ja, aber es klingt total stimmig, ja. Ja, also... Und auch das Handy oder die Zeitung oder, also ich bezeichne es halt, alles was viereckig ist, hat nichts am Esstisch verloren. Also wenn ich wirklich, das Essen dauert nicht lang. Das dauert, selbst wenn ich langsam esse und alles gut kaue, 10 Minuten, Viertelstunde. Ja? Und in die 10 Minuten, Viertelstunde soll es mir einfach wert sein, nur zu essen. Daraus auch ein Event machen, ne? Wirklich aus dem Essen. Das ist nicht eine Notwendigkeit oder ein Übel halt, was einfach erledigt werden muss. Es kann ein bewusstes Event sein. Ne? Genau. Ja. Ja, und dann vielleicht noch als letzten Tipp. Und ja, ich weiß, es ist abgedroschen. Und ja, ich sage es trotzdem. Frühstücke wie ein Kaiser. Isst zum Mittag wie ein Edelmann und am Abend wie ein Bettelmann. Und da habe ich wirklich echt über meine Beratungen, über meine Klientinnen Erfahrungswerte.
es tut uns Frauen, bei den Männern, die haben einen anderen Stoffwechsel, ja, die haben einfach, die haben auch mehr Muskelmasse, die verbrennen einfach anders als wir Frauen, Ja. ja. Bei den Männern ist es oft egal, die können eine Mahlzeit am Tag essen, das OMAD One Meal a Day ist ja auch wieder, also hat gerade auch wieder so eine Hype-Phase. Ich habe Männer gehabt, die haben halt einmal am Abendessen gegessen und gut war's, ja, und haben abgenommen, ja. Haben halt solche Berge gegessen, haben abgenommen. Gut, ja. Erfahrungsgemäß schaffen wir Frauen oder geht das bei uns Frauen nicht so einfach. Wir kommen, die meisten Frauen, natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten kommen besser damit klar, in der Früh und zum Mittag die Hauptmahlzeiten zu essen und am Abend wirklich nur mehr eine Kleinigkeit, eine Suppe, wirklich nur mehr was, was nicht beschwert, was die Verdauung nicht belastet, was einfach leicht ist, damit man nicht hungrig ins Bett geht. Aber halt was Leichtes. Klingt total stimmig, weil ich habe gerade die Organuhr aus Ja, der genau. TCM auch im Kopf und die unterstützt das ja im Grunde auch, ne? Ja. Nicht nur die Organuhr, es gibt auch aus der Wissenschaft hier diesen zirkadianen Rhythmus und diese Geschichten gibt es auch, also die auch in der Wissenschaft und mittlerweile auch gut belegt. Aber wir haben unsere Verdauungskraft in der TCM, die ist einfach in der Früh am stärksten. Und wenn wir in der Früh in den Tag starten, sollten wir das tunlichst mit viel und ausreichend Energie machen. Und die kriegen wir nicht, indem wir am Abend ein riesen Abendessen essen, mit vollem Bauch schlafen gehen, in der Früh wie gerädert aufstehen und dann uns denken, wir haben eh gestern so viel gegessen, da muss ja noch genug Energie da sein. Das ist nicht genug Energie, das sind Fettpölsterchen, die sich schön auf den Hüften anlegen. Und wenn wir aber in der Früh ausreichend essen und zum Mittag ein ausgewogenes, gutes Mittagessen haben und am Abend was Leichtes, dann tun wir uns in der Regel leichter. Wow, prima. Das sind tolle Tipps und ich habe auch so das Gefühl, das sind Tipps, die ganz gut umzusetzen sind und vielleicht auch da ja nicht immer gleich mit allen dreien anfangen müssen, sondern sich vielleicht du auch, die du dir das gerade anschaust, such dir den Tipp raus, wo du sagst, ach, das geht jetzt erstmal am leichtesten und dann kann man ja auch Stück für Stück das einfach ergänzen. Und ja, ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Das war jetzt ein Fundus an Informationen. Das finde ich ganz toll. Ich glaube, das darf auch erstmal sacken, das darf auch erstmal sortiert werden. Gibt es aus deiner Sicht, Susanne, gibt es irgendwie was, was noch nicht angesprochen wurde? Also ich glaube, wir könnten noch mehrere Interviews machen. Vielleicht machen wir das auch gerne nochmal zu anderen Themen. Aber gibt es denn für unser heutiges Gespräch aus deiner Sicht so zum Thema, sollte man in den Wechseljahren seine Ernährung verändern und anpassen, noch einen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, der unbedingt jetzt noch genannt werden sollte? Ja, es gibt ganz viele. Also da wären wir wahrscheinlich nicht fertig. Ja, ganz wichtig ist wirklich einmal auf sich selbst zu hören und zu schauen. Und wenn man das Gefühl hat, was machen wir gerne? Wir machen gerne, wenn wir, ich verwende hier immer das Auto als Beispiel, weil es einfach das beste Beispiel ist. Wenn beim Auto irgendwas nicht in Ordnung ist, dann leuchtet meist eine Warnlampe auf, ja? Und dann fahren wir ganz schnell in die Werkstatt, weil wenn das Auto liegen bleibt, um Gottes Willen, ja. Wenn bei uns eine Warnleuchte aufblinkt im Körper, sprich Kopfweh, immer wiederkehrendes, Schlafstörungen, egal ob jetzt Einschlaf, Durchschlafstörungen, in der Nacht auf die Toilette müssen. Was fällt mir noch ein? Ja, unregelmäßige Temperaturschwankungen im Körper. Ja, einmal heiß, einmal kalt. Das müssen nicht unbedingt gleich Hitzewallungen sein. Ja? Bauchdrücken, egal in welcher Art. Menstruationsbeschwerden. Ja? Das sind alles Warnlampen. Und was machen wir? Wir picken schön Pflaster drüber, damit wir es nicht mehr sehen. Also sprich, wir nehmen irgendein Kopfpulver oder irgendeine Tablette oder wir ignorieren es einfach oder wir sagen, ja, habe ich immer und ist halt so, ja. Oder ziehen im Kreuz oder was immer, ja. Das sind alles Warnlampen. Und wenn solche Warnlampen aufleuchten, dann sollte man da hinschauen. Und oft ist es nichts Schulmedizinisches, Gott sei Dank. Aber dann sollte der zweite Gedanke sofort die Ernährung sein, weil wir sind, was wir essen.
Und das wird viel übersehen. Und Schlafstörungen kann man genauso mit der Ernährung, nicht immer, ja, wenn es andere Ursache hat. Aber oft ist es einfach nur fehlende Nährstoffzusammensetzung. Und da einfach hinschauen. Das Ja. ist vielleicht, das ist vielleicht die Botschaft, die ich mitgeben möchte. Ja. Einfach nicht wegschauen, sondern mal hinschauen. Und sich dann Hinschauen. durchaus wirklich professionelle Hilfe holen. Einmal drüber schauen. Weil schlimmstenfalls sagt eine Ernährungswissenschaftlerin dazu, ja, ist nicht wirklich schlimm, ist einmal ein paar Tage dieses oder jenes und dann ist es vorbei und dann ist gut. Das kann schlimmstenfalls passieren. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich auch ganz sinnvoll, sich darüber einfach mal eine Gewissheit zu holen. Ja, also wo stehe ich denn jetzt wirklich? Ist das, was ich glaube, was gut ist, ist es wirklich gut? Oder wie kann ich etwas ergänzen und in den Dialog gehen, in den Dialog mit sich selber gehen, aber gerne auch beispielsweise in den Dialog mit dir, also auf essenbelebt.at, wir verlinken das aber auch unten nochmal, kannst du gerne mit der Susanne in Kontakt treten und dann könnt ihr weitere Details besprechen. Ich finde deine Webseite, auch wirklich deinen Blog ganz, ganz toll. Also da sind auch viele wunderbare Inspirationen noch mit drauf. Und ja, Susanne, dann sage ich hier jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Fundus an Informationen und auch an Tipps. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir zu sprechen heute. Danke, Bettina. Ich möchte mich bei dir bedanken. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Dankeschön. Ich danke dir. Alles, alles Liebe und vielen Dank fürs Zuschauen und guten Appetit, Genuss bei allem, was du isst, in deinem Bewusstsein. Alles Liebe, ciao, tschüss.